Good afternoon, ladies. It gives me great pleasure to announce to you that this year's project will be working as volunteers at the Hope. We're all here to see Dr. Oh, and you're so cute, too. You need to get rid of some of that hair. And you know what? Maybe somebody here could use some. Okay. You never know. All right. They look like now. Come on out, Sean. Sean had some huge hair when she came in this morning. Now come on out. Oh, my goodness! How much nicer is that? Do you like it yourself? Younger, younger, younger. Feels great. Für seine Kreativität, sein Marketingkonzept und der hohe Qualität seiner Tarts geht der Bambi 2001 in der Kategorie Luxus und Mode an Diego Della Valle. Wo immer sie auftaucht, umweht sie einen Hauch von Hollywood. Sean Fielding, die Frau des Schweizer Botschafters in Deutschland. Auf dem diplomatischen Parkett der Hauptstadt gilt sie als absoluter Paradiesvogel. Grüß euch miteinander. That means hello everybody. Ihr Schweizerdeutsch hat noch jeden betört. Minutenlanges Blitzlichtgewitter garantiert ihr Glitzerlook. Funny to me, because people say, ziemlich oh verrückt, gosh, wie die Leute hier auf mich reagieren, amüsiert sich Sean. Oh mein Gott, wie die aussieht, höre ich immer wieder. Die Verpackung oder der Inhalt, was ist das Problem? Schon kurios, die Liaison der texanischen Schönheitskönigin mit dem Schweizer Diplomaten. Und dann auch noch in Hollywood Filme drehen, zuletzt mit Richard Gere. Hat sie ihn gar geküsst? Nicht auf der Leinwand lacht Sean doch. Je lauter das Glamour Girl, umso mehr nutzt Sean jede Gelegenheit, sich als gute Botschaftergattin zu beweisen. An der Seite von Bundespräsident Rau zeigte sie sich diese Woche im Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer. Für diese Einrichtung sammelte sie auch gestern Abend auf einer von ihr veranstalteten Cocktailparty in einem Berliner Nobelhotel. Viele Freunde waren gekommen, nicht zuletzt, um auf Seans 31. anzustoßen. Und sie von ihrer neuen Rolle als Gastgeberin im politischen Zentrum Berlins. Da könnten der deutsche Kanzler und die Parlamentarier immer auf einen Sprung hereinschauen. Bei uns würde keiner verhungern. Heute Abend, das erste Mal im Schweizer Fernsehen, das Glamour Girl von der Schweizer Diplomatie. Hier ist sie, Sean Fielding. So. Meine Damen und Herren, überall, wo sie auftritt, sorgt sie für Furore. Sie ist eine von den meistbeachteten und sicher auch meistfotografierten Frauen in Deutschland und hat dabei der Schweiz bei vielen Menschen auch zu einem, sagen wir mal, ein bisschen anderen Image verholfen. Aus Berlin, Texas, Sean Fielding. Good evening, hello. Hello, hi. Pleasure to have you in my show. Thank you so much. How are you? Very well, thank you. Fegt sie den Mief aus öden Staatsempfängen, verwandelt sie in gesellschaftliche und mediale Ereignisse. Ein Hauch von Hollywood weht durch unsere manchmal provinzielle Hauptstadt. Sean Fielding macht, hat eine attraktive und witzige Person, die auch noch gelernte Marketingfrau ist, sicherlich flottere Werbung für Heideland als Banken, Käse und Taschenmesser. Andrea Schreiber. Der Frankfurter Opernball, eins der großen gesellschaftlichen Ereignisse. Unter den Gästen ein Paar, das die Öffentlichkeit genießt und PR macht für die Schweiz. Der Empfang ist zu ihrer vollen. Größte Stärke ist es, mich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und mich mit ihnen zu identifizieren. Die schöne Sean, sie spielte an der Seite von Richard Gere, lernte die Welt der Stars kennen. Ihrem extravaganten Image blieb sich die Amerikanerin auch in Deutschland treu. Auftritte à la Hollywood, die Frau mit der Vorliebe für große Hüte und im Stil der 30er Jahre. Sie haben ein breites Tätigkeitsfeld, kann man sagen. Also Sie sind natürlich Schauspielerin, Sie sind Schauspielerin, Sie schreiben auch, setzen sich für wohltätige Projekte ein. Was steht an erster Stelle?
Am wichtigsten sind für mich die SOS-Kinderdörfer und das hier in der Schweiz. Das ist sehr wichtig. In der Schweiz ist man so großzügig. Man spendet viel für die Kinderdörfer. Es gibt 450 Kinderdörfer und es gibt einige davon in der Schweiz. Und ich bin sehr glücklich, hier darüber sprechen zu können.